Willkommen zurück. Viele leiden unter einer Fettleber aufgrund von falscher Ernährung, wenig Bewegung, Medikamenten, Alkohol, Übergewicht, Altersdiabetes oder Autoimmunerkrankungen. In der Volksheilkunde nutzte man schon seit langer Zeit die Wirkung des Schwarzkümmels. Seine Linolsäure und Oleinsäure, Vitamin C, B1, B6, Carotin, Kalium, Zink, Eisen, Calcium, Kupfer, Natrium, Magnesium, Selen und das sogenannte Thymoquinon, eine pflanzlich-chemische Verbindung, stärken den Schutz eurer Leber, regen sie an, Giftstoffe auszuleiten und Zellen zu regenerieren. Für einen Tee gebt ihr einen Esslöffel Samen in einen Mörser und zerkleinert sie. Anschließend übergießt ihr sie mit ca. 300 ml heißem Wasser und 12 Minuten abgedeckt ziehen lassen. Zum Schluss gebt ihr noch den Saft einer halben Zitrone dazu. Sie unterstützt den Prozess der Regeneration und lässt die Wirkstoffe schneller verarbeiten und lässt Fett und Zucker leichter verdauen. Davon nehmt ihr ca. eine Tasse täglich zu euch, entweder eine halbe Stunde vor den Mahlzeiten oder 2 Stunden danach. Bitte achtet auf Allergien und Schwangere bitte nur nach Absprache, da manche die ätherischen Öle nicht vertragen. Einen tollen Tag. Bis später. Bye bye.